Willkommen zurück und zum besten Start ins Wochenende. Heute geht's um schlüpfrige Easter Eggs und um Details in Spielen, die da wohl eher nicht hingehören und die unter die Rubrik unangebracht fallen können. Und eines, was auffällt, ist, dass vor allem die älteren Videospiele die schlimmsten Schlüpfrigkeiten zeigen. Wenn ihr übrigens eure Wunschspiele und die Spiele aus diesem Video zum günstigsten Preis kaufen wollt, dann besucht Instant Gaming. Da könnt ihr immer wieder richtig gute Schnäppchen machen. Der Support ist rund um die Uhr zu erreichen und günstiger, schneller und zuverlässiger könnt ihr euch eure Spiele kaum holen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los mit einer geballten Ladung anrüchiger und unangebrachter Easter Eggs. Wir müssen zugeben, dass wir erst bei der Recherche zu diesem Video das erste Mal von diesem Easter Egg in Baphomets Fluch 2 gehört haben. Und uns ist die Kinnlade runtergeklappt, weil wir nicht glauben konnten, dass diese Animation in einem Point-and-Click-Adventure tatsächlich auftaucht. Und das Spiel ist von 1997. Nico ist die Protagonistin, die, ganz im Stil von Indiana Jones, einen alten Maya-Kult untersucht. Und es kommt die Stelle, an der sie in einem alten Maya-Tempel ein Rätsel lösen soll. Nico will einen geheimen Eingang im Boden öffnen und es gibt eine Möglichkeit, die Dinge abzukürzen. Eine der Kacheln kannst du anklicken und wenn du das tust, geht Nico zur Statue, hebt kurz ihr Shirt hoch, was wir allerdings nur von hinten sehen können, und die geheime Tür geht auf. Sie hat also gerade tatsächlich der Statue gezeigt, was sie drunter hat. Und zwar gar nichts. Keine Ahnung, wieso die Statue ihr für diesen Anblick die Tür öffnet, aber die Entwickler werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Im genialen Marvel Spider-Man von 2018 haben die Entwickler einen Scherz eingebaut, der hinter den Kulissen sicher für viel Gelächter gesorgt hat. Peter Parker kann sich als Spider-Man halbnackt durch die Häuserschluchten von New York schwingen, nur bedeckt mit einer knappen Unterhose. So haben wir die Spinne noch nie in Aktion gesehen. Für diesen Nacktskin ohne Hosen und T-Shirt müssen wir allerdings erst sämtliche Haupt- und Nebenmissionen abschließen und alle Collectibles in allen Stadtvierteln gefunden haben. Wir haben in Foren immer wieder gelesen, dass dieser Unterhosenskin bei vielen Fans des Spiels zum Standard-Outfit geworden ist. Einfach weil es so verdammt lustig ist. Hideo Kojima ist nicht nur ein genialer Spieledesigner, er hat es auch faustdick hinter den Ohren und liebt es, schlüpfrige Details in seine Spiele einzubauen. In Metal Gear Solid 3 gibt es eine Stelle, an der Eva und Snake in eine Verfolgungsjagd verwickelt sind und Eva danach verletzt am Boden liegt. Wir können als Spieler nun ins Cure-Menü wechseln, wo uns quasi kein privates Detail von Eva verborgen bleibt. Das Menü ist so detailliert und vollständig, dass wir die komplette Krankheitsgeschichte von Eva einsehen können, ihren Körper im Bikini gezeigt bekommen, sie mit Röntgenstrahlen durchleuchten können und sogar nachsehen können, was Eva zuletzt gegessen hat. Du kannst dich hier eine kleine Ewigkeit lang beschäftigen, so viel Info bekommst du hier. Unter anderem kannst du hier auch feststellen, dass Eva Brustimplantate hat und an Entzündungen im Enddarm leidet. Noch privatere Details kann man eigentlich gar nicht preisgeben. Der überraschende Horrorfilm-Hit Blair Witch Project von 1999 bekam tatsächlich kurze Zeit später ein dazu passendes Videospiel namens Blair Witch Volume 1. In diesem Survival-Horror-Game hat es sich Doc Holliday, eine Agentin der Regierungsbehörde, zur Aufgabe gemacht, den grausamen Mord an 7 Kindern aufzudecken. Und dabei stößt sie auf das uralte Böse. Dass das Böse auch erotische Seiten haben kann, zeigt sich in einem einfach abwegigen Easter Egg. Wenn du der Bardame Trinkgeld hinlegst, verwandelt sie sich in eine lüsterne Dämonin, die sich im Bikini auf der Theke räkelt, samt winzig kleiner Teufelshörner auf der Stirn. Wenn ihr die Szene unzensiert sehen wollt, könnt ihr ganz einfach danach googeln. Dass die Open World von Red Dead Redemption 2 jede Menge skurrile Eigenheiten beherbergt, haben wir schon öfters festgestellt. Und eine etwas spezielle Entdeckung kannst du nähe Hilltop machen, wenn du mit einem Fremden sprichst, der hier sein Lagerfeuer samt Zelt aufgeschlagen hat. Das Gespräch nimmt bereits eine unangenehme Wendung, wenn uns der Typ von einer schönen Witwe erzählt, die in der Nähe wohnt und der er nachstellt. Der Typ ist ein gemeingefährlicher Perverser und diese Meinung bestätigt sich, wenn wir einen Blick in sein offenes Zelt werfen. Dort hängen Bilder von nackten Frauen, Puppen und Handschellen. Die meisten haben den Fremden nach diesem unangenehmen Treffen gefesselt und einfach von der Brücke geworfen.
Dass auch das TV-Programm in Max Payne 3 aus dem Ruder laufen würde, war uns eigentlich schon vorher klar. Tatsächlich kannst du in einem der ersten Kapitel das Fernsehprogramm verfolgen, wo erst die Nachrichten gezeigt werden und dann eine Telenovela namens Amor e Damas startet. Und du merkst schon kurz nach Beginn, dass es sich bei dieser Seifenoper um puren Trash handelt. Zwei Frauen streiten sich um einen Mann, ein Catfight bricht aus und dann wird plötzlich wie aus dem Nichts ein Baby geboren, das sich als eine Art Dämon entpuppt, der aussieht wie eine dieser Zaubertrollpuppen aus den 90ern. Absolut krank und ganz klar nur dazu geschaffen, um uns zu schocken. Oder zumindest um uns zu unterhalten. Schon in Dead Space 1 konntest du mit Telekinese allerlei Quatsch anstellen. Selbst große Objekte lassen sich damit mühelos bewegen. Im Dead Space Remake hängen in einer Ecke mehrere Raumanzüge nebeneinander. Und wenn du den Schalk im Nacken hast, kommst du auf die alberne Idee, diese Anordnung mit Telekinese auszunutzen. Isaac muss dafür nur einen der Raumanzugarme hochheben und auf den Hintern des vorderen Anzugs flitschen lassen. Sehr kindisch, aber saulustig. Quiet hat in Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain immer wieder heiße Auftritte. Das liegt natürlich auch an ihrem spärlichen Outfit. Wenn du allerdings diese Gameplay-Ausschnitte siehst, die Quiet in der kleinen Zelle in der Motherbase zeigen, dann musst du schmunzeln. Quiet tut nichts, als sich auf ihrer Liege etwas auszuruhen. Und aus Bequemlichkeitsgründen hat sie ihr Oberteil gelöst. Und dieser Spieler hat keinen anderen Fokus als Quiet. Er schleicht um sie rum, um sie aus jeder Richtung unter die Lupe zu nehmen und um ja kein Detail zu verpassen. Wie er dabei auf dem Boden rumbuckelt, ist einfach zu albern. Kommen wir zu einem Easter Egg in Animal Crossing New Leaf, einem familien- und kinderfreundlichen Spiel, in dem nichts Schlimmes passieren kann. Tja, ein Easter Egg kann auf Kinder sehr verstörend wirken. Wenn du in einer Samstag- oder Sonntagnacht im Spiel vor dem Fernseher sitzt, dann startet um 3.33 Uhr eine Sondersendung. Der Bildschirm rauscht und die Aufnahme zeigt einen Alien-Kopf samt seinem Raumschiff. Die Entwickler haben den Sound des Aliens rückwärts abgespielt, was sich immer fies anhört. Vielleicht projizieren wir zu viel in diesen kleinen Clip rein. Aber wenn du in tiefster Nacht nicht mit diesem TV-Beitrag rechnest, dann kann dir dabei ganz schön die Muffe gehen. Don't you think you've seen enough? Wir verabschieden uns von euch mit einem letzten kleinen Gag, den die Entwickler in Lego Star Wars eingebaut haben. Lego Leia sollte aufgrund ihrer Plastikstatur eigentlich kaum die Möglichkeit haben, ihre steifen Glieder zu bewegen. Aber in dieser Szene schwingt Leia im Sklavenkostüm ihre Hüften, was irgendwie seltsam aussieht. Wir wünschen euch ein paar sonnige und entspannte Tage. Passt gut auf euch auf. Danke für jeden eurer Kommentare und bis zum nächsten Mal.